Hallo Leute, der Grautron hier mit einem ganz kleinen Einschub, bevor das Video losgeht, weil ich es am Anfang des Videos vergessen habe. Ich sage es dann irgendwann später. Lasst mir doch in den Kommentaren gern eure Predictions da, was ihr glaubt, wer gewinnen wird beim Game Awards. Dann können wir am Ende mal gucken, ja, wer am meisten richtig lag sozusagen. Ich bin mal gespannt, wie viele Punkte ich richtig habe sozusagen. Und ja, das war's auch schon. Wir sehen uns dann jetzt gleich im Video. Hallo und herzlich willkommen zu Grauzone Nummer 22 hier auf Gorm Entertainment. Und ich möchte mit euch heute über die Game Awards 2020 sprechen. Die werden ja in der Nacht vom 10. auf den 11.12. bei uns in Deutschland laufen. Und ja, ich finde die jedes Jahr eigentlich ziemlich cool. Ich finde, die haben sich in den letzten Jahren echt zu einer schönen Veranstaltung gemausert, wo wir sicherlich einige coole Ankündigungen wieder zu sehen bekommen und Trailer und so weiter. Aber heute soll es gehen um die Spiele, die tatsächlich nominiert sind. Das ist ja sowas, was bei Game Awards manchmal so ein bisschen fast untergeht, dass man manchmal das Gefühl hat, es ist mehr eine Trailer-Show geworden als eine Award-Show. Aber ich möchte heute mit euch über die Games sprechen, die denn nominiert sind. The Ramen und ich werden ja am Ende des Jahres auch unsere eigene Awardshow machen, die Gaumen Hoch Awards. Aber ich habe mir gedacht, ich werde es heute mal so machen. Ich gehe jetzt hier die Sachen durch von der offiziellen Seite sozusagen der Game Awards und ich werde euch immer sagen, was ich glaube, wer es gewinnen wird. Und ich werde aber auch immer meine Meinung abgeben, was meiner Meinung nach gewinnen sollte. Aber wichtig, ich werde nur aus den Nominierten auswählen, die hier auch nominiert sind. Ich werde also jetzt nicht sagen, es wäre für mich keins davon, sondern ich werde sagen, von denen, die nominiert sind, sollte es für mich das und das sein. Ja? Ich hoffe, man hat es verstanden. So, ganz kurz, ich werde auch nicht alle Kategorien durchgehen, sondern nur die meisten, weil hier unten sind so Sachen wie Best E-Sports Athlete, Best E-Sports Coach. Und ich muss sagen, E-Sport bin ich im Moment wirklich so gar nicht drin. Von daher könnte ich da einfach gar keine Meinung zu abgeben, sozusagen. Und ja, genau, deswegen werde ich das auslassen. Deswegen fangen wir an mit dem besten Debüt-Game. Das ist quasi die Nominierung für das beste erste Spiel eines neuen Independent-Studios. Da haben wir nominiert Carrion, Mortal Shell, Raji, An Ancient Epic, Röki und Phasmophobia. Wenn ich jetzt tippen müsste, was es gewinnt, würde ich denken, wahrscheinlich Röki, würde ich jetzt mal annehmen. Oder Phasmophobia, ich habe gerade Phantasmophobia gesagt, Phasmophobia. Nur, was mich bei Phasmophobia irgendwie stutzig macht, ist, dass es nicht als bester Multiplayer nominiert ist. Also ich würde fast denken, ich denke mal, es wird Röki werden. Eben eine sehr, ja, ein sehr storybasiertes und sehr, sehr schönes Game. Ja, im nordischen Setting, mythologischen Setting. Wenn ich entscheiden müsste, müsste ich bei dieser Kategorie halt auch sagen, würde ich Mortal Shell nehmen, weil ich von denen tatsächlich nur das gespielt habe. Aber das eben auch, wo ich für einen, so ein Vier-Mann-Team ein sehr überzeugendes Souls-like war, was mir gut gefallen hat, sicherlich seine Fehler hatte, aber wirklich sehr, sehr gut aussah, sich gut gespielt hat, kompetent umgesetzt war. Und wie wir aus der Vergangenheit wissen, so ein Souls-like richtig zu machen, ist gar nicht so leicht. Noch umso mehr für ein Vier-Mann-Independent-Team. Und von daher fand ich Mortal Shell recht beeindruckend und würde meinen Vote sozusagen an Mortal Shell geben. So, dann haben wir auch eine Kategorie, die ich jetzt nur ganz kurz abhandeln werde, nämlich Content Creator of the Year. Ich muss ganz offen sagen, von den hier Nominierten beschäftige ich mich nur mit Elena Pierce, die ich auch persönlich sehr, sehr gerne mag. Von daher würde ich es ihr geben. Keine Ahnung, kann ich euch leider nicht zu sagen. Aber es soll ja auch um die Spiele gehen. So, bester Multiplayer, for outstanding online Multiplayer Gameplay and Design, including Co-op and massively Multiplayer Experience. Und so weiter und so fort. Also das beste Multiplayer-Spiel. Nominiert sind Animal Crossing New Horizons, Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys, Ultimate Knockout und Valorant. Ich würde es Among Us geben und denke auch, dass es Among Us wird, weil es einfach dieses Jahr einen riesigen Hype hatte. Auch mehr als Ultimate Knockout, mehr als Valorant auf jeden Fall, was ja ziemlich abgestürzt ist sogar im Verlauf des Jahres. Und ja, Animal Crossing hat seinen sehr, sehr funktionierenden Multiplayer, aber ich würde halt auch nicht behaupten, dass es der Fok also der absolute Fokus des Spiels ist. Es ist ein Teil des Spiels, aber nicht der absolute Fokus. Und Among Us ist einfach der Twitch-Hit, der Multiplayer-Hit des Jahres. Von daher denke ich, dass es Among Us wird und würde das auch Among Us geben.
Ach, übrigens, ich habe es wie immer vergessen, ich vergesse es jedes einzelne Mal. Sagt mir doch gerne, entweder in allen Kategorien oder auch in den Kategorien, die euch interessieren, was ihr glaubt, wer gewinnt und wem ihr es geben würdet, und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, mit der Voraussetzung, unsere Graumen Hoch Awards kommen ja noch, immer von den Nominierten, die hier ausgewählt sind. Ihr dürft aber natürlich auch in Klammern dazu schreiben, was euer Bereich wäre. So, Best Sports Racing werde ich auch auslassen, weil ich wirklich dieses Jahr kein Sportspiel gespielt habe. Ich denke fast, dass es Tony Hawk werden könnte, auch wenn es ja im Prinzip nur ein Remaster von von zwei alten Games ist. Aber ja, das ist halt echt gut angekommen und das andere war einfach nur die Fortsetzung von Reihen. Und ja, von daher, ja, denke ich mal, könnte es Tony Hawk werden. Aber ich kann es euch nicht sagen. So, jetzt, ab jetzt dürften die Kategorien kommen, in denen ich etwas kompetenter mich anstellen kann. Nämlich Best Sim und Strategy. Das finde ich nach wie vor sehr komisch, dass man Simulation und Strategie zusammenpackt. Also, dass man Simulationsspiel und Strategie in einen Topf wirft. Finde ich sehr merkwürdig, aber sei es drum. Weil zum Beispiel ein Flight Simulator ja mit einem Crusader Kings überhaupt nicht vergleichbar ist. Das ist halt völliger Quatsch im Prinzip. Aber gut, nominiert sind Crusader Kings 3, Desperados 3, Gears Tactics und Microsoft Flight Simulator und XCOM Chimera Squad. Ich glaube, das ist relativ easy. Es wird ganz darauf ankommen, ob eher die Simulation oder eher das Strategiespiel gewählt wird. Ich denke, es wird hier auf ein Battle zwischen Crusader Kings 3 und dem Flight Simulator hinauslaufen. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, der Flight Simulator gewinnt es, einfach weil er so eine extreme technische Errungenschaft geworden ist. Ich persönlich finde aber, dass ja, Crusader Kings 3 in dem Belang einfach ja, das viel so gesehen, also, ja, es ist halt schwierig, Strategie mit Simulation zu vergleichen. Und mir gibt halt ein Strategiespiel viel mehr als ein Simulationsspiel. Deswegen Crusader Kings. Ja, es ist Quatsch, die beiden in eine Kategorie zu werfen, aber ich denke, der Flight Simulator wird es werden. So, bestes Family Game. Gut, ich habe nun keine Familie, aber gut. Ich denke, das wird ziemlich sicher an Animal Crossing New Horizons gehen. Bin ich mir relativ sicher tatsächlich, weil ja, war halt ein Riesending dieses Jahr, größer als die anderen Sachen. Ich meine, Fall Guys hat vielleicht auch noch eine Chance, wobei ich da denken würde, auch das ist jetzt nicht wirklich ein Family Game, es ist ein Fun Game. Und ein Animal Crossing ist wirklich so ein Spiel für die ganze Familie, der Inbegriff quasi von Family Game. Und ja, Origami King kam ja nicht mal besonders gut an bei der Presse und bei vielen Spielern. Minecraft Dungeons war in Ordnung, aber er hat nichts Großes. Mario Kart Live Home Circuit habe ich offen gesagt nicht mal was von gehört. Fall Guys hat, denke ich, gute Chancen. Animal Crossing Crash Bandicoot war gut, aber ich denke mal, auch da wird man eher nicht das als Family Game ansehen, zumal ja diese Spiele immer relativ hart sind. Also ich denke, es wird Animal Crossing werden und würde das dem auch geben, tatsächlich. So, bestes Fighting Game. Ja, wir sind, wie ihr seht, hier unten die Kategorie, wo ich mich nicht so gut auskenne. Da habe ich generell gehört von Leuten, die in dieser Fighting Game Szene drin sind, dass dieses Jahr wirklich einfach nicht viel passiert ist bei Fighting Games. Und ich denke, es wird wieder Mortal Kombat bekommen. Aber ich weiß es nicht. So, jetzt aber. Bestes Rollenspiel. So, und ab jetzt wird es ein bisschen schwierig. Denn hier haben wir wirklich ja, mindestens drei absolute Schwergewichte gegeneinander. Man könnte sogar mit vier argumentieren. Ja, das beste Rollenspiel: Final Fantasy VII Remake, Genshin Impact, Persona 5 Royal, Wasteland 3 und Yakuza Like a Dragon. Allesamt gute Spiele. Ihr wisst, mit Persona 5 habe ich so ein bisschen meine Probleme, vom Story-Pacing her und so weiter. Aber ne, in Sachen Art-Design, Style, Musik und so weiter ist es trotzdem ein unfassbar gutes Spiel. Und ja, ich denke, Wasteland 3 können wir als einziges eliminieren, weil das ist ein sehr gutes Spiel, aber ich glaube nicht, dass es eine Chance hat, das zu gewinnen. Weil es nämlich im Prinzip kann man sagen, das einzige Game mit nicht wirklich viel Budget drin ist, sozusagen, und eben ein oldschooliges Rollenspiel. Für mich ganz persönlich wäre es selbst, obwohl ich noch nicht durch bin, wäre es für mich auf jeden Fall Yakuza Like a Dragon. Ich finde dieses Spiel unfassbar gut. Es erzählt eine unfassbar gute Geschichte mit sehr, sehr dramatischen Momenten, aber auch unfassbar lustigen Quests und Aufgaben. Es hat ein cooles, recht dynamisches Rundenkampfsystem.
Es hat viele coole Nebenaufgaben, es hat Charaktere, die mir im Kopf bleiben. Yakuza Like a Dragon ist wirklich einfach ein unfassbar gutes Spiel. Deswegen wäre es für mich Yakuza Like a Dragon. Persona 5 Royal wäre für mich raus, weil es ja auch einfach nur eine Erweiterung und eine Neuauflage von einem bereits existierenden Titel ist. Von daher denke ich nicht, dass es Persona 5 geben werden. Ich denke, es wird sich bei der Jury zwischen Final Fantasy VII Remake und Genshin Impact entscheiden. Final Fantasy VII Remake, ein unfassbar hochwertig produziertes Rollenspiel. Und ich finde, das Remake darf hier auch durchaus sein, weil dieses Remake ja mehr ein Reimagining, eine Neuauflage von Final Fantasy VII bzw. einem Teil von Final Fantasy VII ist. Sehr, sehr gutes Kampfsystem, sieht brachial gut aus, Soundtrack ist unfassbar. Und einfach in allen Belangen sehr, sehr gut. Mein einziges Problem mit 7 ist wirklich, dass es zu sehr gestreckt ist in einigen Punkten, weil sie eben ein vollwertiges Rollenspiel draus machen wollten. Und dass die Story so ein bisschen Sorge macht für die Zukunft mit diesem Episodensystem, aber unfassbar gutes Spiel. Und Genshin Impact ist einfach, ja, einer der Hype-Titel dieses Jahres. Ne? Kam, ist sofort eingeschlagen wie eine Bombe und war sofort da. Ich könnte mir glatt vorstellen, dass sie es deswegen Genshin Impact geben. Ich denke, es wird sich entscheiden zwischen 7 und Genshin Impact. Ja. Sagen wir mal, ich denke, sie werden es Genshin Impact geben. Ist mein Gefühl irgendwie. Ich weiß halt nicht, wie gut es in den USA angekommen ist, tatsächlich, das Ding. Wenn ich jetzt vom Europa-Bass ausgehe, würde ich Genshin Impact sagen. In den USA könnte ich mir vorstellen, dass es 7 wird. Ja, das weiß ich leider nicht, wie groß der Wirbel in den USA war von Genshin Impact, weil es halt großen Einfluss haben wird. Ich sag trotzdem, Genshin Impact macht's. So, dann bestes Action-Adventure. Ja, Combining Combat Traversal and Puzzle Solving. Da haben wir ja einige sehr, sehr gute Titel dabei. Das ist gut, weil Valhalla ist keiner davon. Dazu könnt ihr euch meinen Ersteindruck angucken. Da war ich ja noch ganz angetan. Mittlerweile finde ich das Spiel wirklich einfach nur absolut furchtbar. Aber dann haben wir Ghost of Tsushima, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Ori and the Will of the Wisps, Star Wars Jedi Fallen Order, was drin ist, weil es letztes Jahr nach dem Voting, der Voting-Phase sozusagen erst erschienen ist. Und The Last of Us Part Das Ding ist, The Last of Us würde ich nicht als Shooter werten, als Action-Adventure, sondern als Shooter. Das ist ein Third-Person-Shooter. Und da sind auch nicht wirklich viele Rätsel drin in dem Ding. Also The Last of Us ist ein Third-Person-Shooter mit großem Story-Fokus. Das wäre für mich also persönlich raus und ich glaube auch, dass es in der Kategorie nicht gewinnen wird. Ich denke, es wird ziemlich locker Ghost of Tsushima machen, würde ich jetzt tippen, weil das einfach ja unfassbar hoch angesehen ist, dieses Game. Überall gelobt und gepreist wurde. Ist der Bildschirm dunkler geworden? Nee, das ist einfach. Doch, der Bildschirm ist dunkler geworden. Why? Ja, einfach unfassbar beliebt ist. Marvel Spider-Man Miles Morales, ich denke mal, dem wird ein bisschen zur Last fallen, dass es halt nur ein kleiner Spider-Man-Happen ist und kein wirklich großes Spiel. Ori and the Will of the Wisps ist für mich auch kein Action-Adventure, sondern Metroidvania-Plattformer. Aber gut, so eine Kategorien haben die halt nicht. Deswegen ist es hier mit drin. Und Star Wars Jedi Fallen Order ist auch ein fantastisches Spiel. Ich persönlich würde es aber dennoch Ghost of Tsushima geben und auch denke auch, dass das gewinnen wird, tatsächlich. Aber wenn ich hier wirklich, kann man wirklich sagen, hier die außer Valhalla haben sie alle verdient, nominiert zu sein, auch wenn sie für mich teilweise nicht in die Kategorie passen, und sind allesamt fantastische Spiele. So, warum ist der Bildschirm hier auch so dunkel? Ja, tatsächlich, aber gut, wir lassen es jetzt so. So, bestes Action-Game, for the best game in the Action-Genre, focused primarily on combat. Da haben wir Doom Eternal, Hades, Half-Life Alyx, Nioh 2, Verzeihung, Nioh 2 und Streets of Rage 4. Das finde ich sehr, sehr schwer zu beurteilen. Für mich ist es ohne Wenn und Aber Hades, wobei man argumentieren könnte, aber es geht ja um bestes Action-Game. Ja, also weil Nioh 2 ist vielleicht vom reinen Kampfsystem her sogar nochmal ausgefeilter als Hades, aber ich finde Hades, ihr wisst, für mich ist es mein Spiel des Jahres bisher,
ohne Wenn und Aber. Es hat ein unfassbares Kampfsystem. Die verschiedenen Waffentypen lassen sich mit unzähligen verschiedenen Kombinationen versehen, sodass es immer jeder Run wieder neu ist mit einem Zufallselement drin. Es spielt sich unfassbar flüssig, unfassbar knackig, unfassbar gut und ist noch dazu mit einer fantastischen Story, einem fantastischen Art Design und so weiter gesegnet. Für mich ist es ohne Wenn und Aber Hades. Ich könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, was passiert hier? Ich bewege die Maus nicht und so. Ich denke tatsächlich, dass sie es Doom Eternal geben werden, weil Hades, glaube ich, in genug anderen Kategorien noch gewinnen wird. Ich denke, sie geben es Doom Eternal, würde ich tippen. Ja. So, dann Innovation in Accessibility. Da kenne ich mich jetzt halt nicht so gut aus. Weil, also da geht es darum, weil neuerdings in Spielen, was ja sehr, sehr positiv ist, immer mehr Funktionen reinkommen, um es quasi Spielern mit Beeinträchtigungen leichter zu machen. Und ja, da, also Last of Us, da habe ich es gleich bemerkt, da finde ich es sehr, sehr vorbildlich. Warum ist der Bildschirm so fucking dunkel? Weil ich drücke nochmal, warte, ich drücke nochmal auf Nominees, wird es dann wieder heller? Nö, bleibt einfach dunkel. Okay, cool. Gut, egal. Dann bleiben wir jetzt aber dabei. Moment, Moment, Moment. Das sind viele. So, bei Last of Us 2 ist es sehr, sehr vorbildlich. Also da kannst du ja wirklich, da kannst du Infrarotsicht anmachen, Geräusch-Cues kannst du anmachen, den Modus für Analphabeten und so weiter und so fort. Also The Last of Us Part 2 war da wirklich unfassbar vorbildlich. In Grounded haben sie diesen Modus gemacht, dass für Arachnophobia quasi ein Modus ist, wo man die Spinnen abschwächen kann. Hier denke ich aber wirklich, dass das Last of Us machen sollte, von dem, was ich weiß, weil das wirklich eine unfassbare Palette war, um das Spiel für jeden Spieler spielbar und machbar zu machen. Und das, ja, war einfach sehr, sehr vorbildlich und auch sehr, sehr gut umgesetzt von allem, was ich mitbekommen habe. Von daher denke ich, dass Last of Us Part 2 kriegen sollte und wird. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, was in Hyperdot, in Watch Dogs Legions und so, was da so drin ist. Von daher, ja, tippe ich jetzt mal auf The Last of Us. So, bestes VR-Spiel. Ich glaube, hier gibt es keine große Diskussion. Das wird und sollte Half-Life Alyx werden, weil ja, da ja einfach nur gesagt wurde, ey, das ist VR in Reinform und das gewinnt durch sein VR. Es sah unfassbar gut aus für ein VR-Spiel. War auch als Spiel an sich sehr, sehr gut spielbar. Für viele ist es ihr Spiel des Jahres und ich denke, dass Half-Life Alyx ohne Wenn und Aber das VR-Spiel des Jahres ist. Also braucht man, glaube ich, nicht lange drum rumreden. So. So, dann Best Community Support. Da muss ich wirklich sagen, bin ich raus. Da habe ich wirklich keine Ahnung. Man könnte halt No Man's Sky loben dafür, dass sie immer weiter das Spiel aufbauen und erweitern. Aber da bin ich einfach nicht drin. Da weiß ich nicht, was in welchen Spielen passiert. Von daher sage ich jetzt einfach mal No Man's Sky. Damit es nicht wieder Fortnite wird. So, bestes Mobile Game. Ja, keine Ahnung. Ich tippe mal auch auf Among Us. Das war halt vorher schon auf Mobile, aber ich sage jetzt mal auch da Among Us. So, ganz einfach. So, bestes Indie-Spiel. Ja, sehr, sehr gute Auswahl dieses Jahr. Für mich zwei meiner Spiele des Jahresanwärter dabei mit Hades und Spiritfarer, die beide sehr, sehr gut sind auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Spiritfarer, ein fantastisches, unfassbar süßes und melancholisches Spiel über den Tod, eingebaut in ein Management-Spiel. Was sehr, sehr gut funktioniert mit einer sehr, sehr schönen Geschichte. Hades, wie gesagt, perfektes Gameplay, super Story, super Soundtrack, super Art Design. Für mich mein Spiel des Jahres und deswegen für mich auch hier mein Gewinner tatsächlich. Fall Guys hat halt einen unglaublichen Hit gelandet. Also wirklich sehr, sehr gute Auswahl. Ich persönlich würde es Hades geben und glaube auch, dass es gewinnt. Weil es ist halt für Game of the Year nominiert, als einziges davon. Und es wäre halt irgendwo unlogisch, auch wenn sie es gern machen, wenn sie Hades hier nicht gewinnen lassen, aber es für Game of the Year nominieren. Ja, von daher denke ich, es wird Hades und sollte es meiner Meinung nach auch werden. Ansonsten hätte ich gesagt Spiritfarer, aber da glaube ich leider, dass es relativ wenig Chancen hat. Freue mich aber, dass es nominiert ist, denn es ist ein sehr, sehr tolles Spiel. So, bestes Ongoing-Spiel, auch da, wie bei Community Support. Das finde ich zum Beispiel wieder krass, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Community Support und Best Ongoing zählt für mich eigentlich in eins. Kann ich euch nicht sagen. Wahrscheinlich wird es wieder Fortnite. So, Games for Impact. So, jetzt geht's los. Ja, hier geht es quasi drum, ein Spiel, das Gedanken provoziert, das etwas bewegt in der Welt und so weiter und so fort.
Ich muss mal sagen, ich muss mir die Games hier tatsächlich mal angucken, denn von Through the Darkest of Times habe ich nur gehört, If Found habe ich gar nichts von, weiß ich nicht, was es ist, und Kentucky Road Zero habe ich auch nur den Namen gehört. Für mich ganz persönlich ist es Spiritfarer, weil es wirklich es ganz viele kleine, tolle Geschichten über den Tod erzählt, die zum Nachdenken anregen, die menschliche Abgründe hinterfragen, die sich mit so Sachen wie Sterbehilfe und so auseinandersetzen. Ja, hat mich wirklich sehr, sehr berührt, zu Tränen gerührt und zum Nachdenken gebracht. Von daher wäre es für mich Spiritfarer. Ich muss hier aber auch ganz klar dazu sagen, dass ich eben nicht zu jedem davon eine kompetente Meinung abgeben kann. Ja, so. Best Performance. So, das ist schwierig. Hier habe ich tatsächlich sogar alle Performances gesehen, die von Miles Morales nur in Ausschnitten, weil ich eben auf die PS5 warten möchte, um es zu spielen. Aber alle anderen habe ich gesehen. Ich sage es mal ganz offen, hier, ihr mögt von Last of Us Part 2 halten, was ihr wollt. Aber die schauspielerischen Performances und das Motion Capture und so weiter sind einfach über jeden Zweifel erhaben in diesem Spiel. Und deswegen muss ich mal sagen, es muss für mich eigentlich eine dieser beiden Performances sein. Ich finde es sehr, sehr schwer zu beurteilen. Ashley Johnson als Ellie, großartig, aber diesmal mit einem sehr eindimensionalen Charakter tatsächlich. Ich denke tatsächlich, dass man es Laura Bailey für ihre Performance geben kann und sollte. Und es wäre halt auch irgendwie ein ganz, ganz gutes Zeichen, dass man sich nicht von dieser Hasswelle beeinflussen lässt. Auf der anderen Seite wird ihnen dann wahrscheinlich wieder vorgeworfen werden, das macht ihr nur, um uns zu ärgern. Ich ganz persönlich würde aber sagen, ja, boah, es ist so schwierig, weil Ashley Johnson hat in diesem Spiel als Ellie auch so markerschütternde Momente. Ah, schwierig. Nee, ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, an die Schlüsselszenen des Spiels, da wäre es für mich tatsächlich doch, glaube ich, eher Ashley Johnson als Ellie. Aber ich muss auch sagen, ich denke, es wird Laura Bailey, vermute ich. Für mich ist es Ashley Johnson einen Tick vorne, aber ich kann mit beiden absolut leben. Aber alle Performances waren sehr, sehr gut. Bei Hades muss man halt sagen, dass es so gesehen nur eine Voice-Performance ist und keine schauspielerische. Jin Sakai ist halt recht eindimensional in seinem Charakter. Und ja, Miles Morales habe ich nicht genug gesehen, aber ich denke, weil er wird nicht an das hier herankommen von dem Grad her. Und deswegen, ja, es wird eine dieser beiden definitiv sein und das auch verdient. Da lasse ich auch nicht mitreden. Bestes Audiodesign. Ganz wichtig, hier geht es nicht um den Soundtrack, sondern um das Spiel, was am besten klingt, sozusagen. Und das ist für mich auch ganz klar, The Last of Us sollte es meiner Meinung nach auch werden, weil ja, in dem Game haben die so Sachen gemacht, dass wenn du in ein, dass das sich anders anhört, je nachdem, wo du schießt, und dass wenn du in so einem Hohlkörper schießt, du da das Echo hörst. Sie haben irgendwie 25 verschiedene Sounds eingespielt und einsprechen lassen, je nachdem, wie sich der Charakter gerade bewegt und in welcher Position er ist. Alles klingt unfassbar wuchtig, unfassbar gut. Da führt für mich an The Last of Us Part 2 kein Weg vorbei. Im Sounddesign. Es geht nicht um Soundtrack, sondern Sounddesign, ja? Weil da sind die wirklich auch, da haben die Sachen auf sich genommen, damit in jeder Situation, in jeder Position alles perfekt klingt. The Last of Us Part 2 ist in dem Bereich einfach unübertroffen. Ich denke, dass es das wird. Ich könnte mir auch Half-Life Alyx wegen des VR-Erlebnisses vorstellen, aber ich denke, eins der beiden sollte es werden. Für mich ist es halt The Last of Us Part 2 und ich denke auch, dass sie das dem geben werden. So, Best Score and Music, also die beste Musik. Ja, war dieses Jahr unfassbar stark. Für mich fehlt hier zum Beispiel noch ein Nioh 2, was unfassbar gut. Ein Spiritfarer hat einen unfassbar guten Soundtrack. Ich hab so eine Liste an Soundtracks dieses Jahr. Das ist unfassbar. Von den hier Nominierten würde ich es. Ah, schwierig. Das Ding an. Ich finde den Final Fantasy VII Soundtrack von denen so gesehen am besten. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass vieles einfach nur ultra gut modernisierte Versionen der alten Songs sind. Ori on the Will of the Wisps hat für mich den besten eigenen Soundtrack in dieser ganzen Reihe. Und ja, schwierig. Ich denke fast, dass es. Ah, Last of Us Part 2 ist aber auch unfassbar gut. Ein Ghost of Tsushima fehlt mir ja auch, offen gesagt.
Ich denke, oh, das ist schwierig. Das kann man auch gar nicht irgendwie objektiv bewerten. Es ist einfach so unterschiedlich. Hier halt dieses Gitarrengetriebene, hier halt diese Orchestren, bei Hades diese sehr coole mythologische Musik teilweise, bei der 7 eben diese Orchestren von den alten Doom Eternal, eben eher dieser Synthi-Sound. Alles unterschiedlich. Ich für meinen Teil würde es, glaube ich, ich würde es, glaube ich, trotzdem Final Fantasy 7 Remake geben, denke ich. Oder Ori. Da kann ich mich echt gerade nicht entscheiden. Das werde ich dann mit Ramen ausdiskutieren müssen. Für die Graumen Hoch Awards. Ich denke, dass es nach so was Partout machen wird, sage ich mal. Und auch da könnte ich voll gut mit leben. Es ist ein fantastischer Soundtrack, auf jeden Fall. Best Art Direction. Ja, hier muss man sagen, Art Direction definieren sie für mich ein bisschen anders, als ich das machen würde. Weil hier schreiben sie for outstanding creative and or technical achievements in artistic design and animation. Hier wieder, für sie verbinden Technik mit künstlerischem Anspruch. Ne? Und das sind halt wieder zwei Sachen so. Weil Art Direction, Art Design ist für mich eigentlich wirklich wie kunstvoll, wie künstlerisch ausgestaltet ein Spiel ist. Und damit würden für mich halt tatsächlich die drei hier rausfallen mit Last of Us, Ghost of Tsushima und Final Fantasy Remake, die allesamt super gut aussehen und gerade The Last of Us wirklich auf technischer Ebene absolut brachial gut sind. Aber das ist für mich nicht Art Direction. Für mich ist Art Direction das Art Design und der Stil. Und das würde ich tatsächlich Hades geben, weil das ist in diesem Belang für mich über jeden Zweifel erhaben. Unfassbar gut. Ja, wem sie es geben, kommt halt wieder darauf an, ob sie eher die kreative Seite belohnen oder die technische. Wenn sie die technische belohnen, muss es eigentlich Last of Us Part 2 sein. Wenn sie kreative belohnen, denke ich, wird es Hades werden. Oder man gibt hier Ori ein zum quasi damit es auch was bekommt. Auch mit Ori kann ich absolut gut leben. Ein unfassbar hübsches Spiel mit sehr, sehr malerischen Hintergründen, mit super cooler Action vor handgezeichneten und animierten ja, Szenerien. Könnte ich auch gut mitnehmen. Aber ich tippe und sage, das werden sie auch geben an Hades. Beste Narrative, so, for outstanding storytelling and narrative development in game. Die haben nicht beste Story, ne? Die haben. Nee, also das ist sozusagen beste Story, sozusagen. 13 Sentinels Aegis Rim, freut mich, dass sie es in die Nominierung bekommen hat, ist aber, glaube ich, einfach viel zu klein, ja, anerkannt zu werden. Final Fantasy VII Remake fände ich schwierig, weil ja, es hat neue Elemente und baut auch neue Sachen ein, aber es ist trotzdem im Großen ein Retelling von Final Fantasy VII. Fände ich deshalb falsch, das zu nominieren. Es wird sich für mich zwischen diesen dreien entscheiden. Hades würde ich tatsächlich auch rausnehmen, weil es eine sehr gute Geschichte hat, aber und eine Erzählweise eine sehr coole, aber für mich eben dann doch weniger zu erzählen hat als Ghost of Tsushima und Last of Us Part 2. Ich denke, sie werden es Last of Us Part 2 geben, weil ja in der Presse das ja auf allen Ebenen kritisch positiv aufgenommen wurde von der Story her. Beim Publikum wird es definitiv das nicht machen. Ich denke, es wird Last of Us Part 2 und ich muss tatsächlich sagen, von denen, die hier sind, wäre es für mich, glaube ich, auch Last of Us Part 2, weil Ghost of Tsushima hat mich mit seiner Story unglaublich überrascht, dass es unglaublich machtvolle und emotionale Momente hatte. Aber auch wenn ich mit der Story von Last of Us Part 2 nicht restlos zufrieden bin, muss man doch sagen, dass wir allein 2,5 Stunden in einem Spoiler-Talk darüber diskutiert haben, über dieses Spiel. Dass es wirklich von diesen Games den größten Fokus auf der Story hat und aus meiner Perspektive auch etwas Sinnvolles damit erzählt. Ich weiß, das sehen viele, viele, viele Leute anders. Aber für mich persönlich wäre es von den hier nominierten Last of Us Part 2 Stand jetzt. Wie gesagt, das ist jetzt alles ohne mich mit Rahmen auszutauschen und so weiter. Aber wie gesagt, habe ich damals schon gesagt, wenn ein Spiel es schafft, dass man sich 2,5 Stunden über seine Story unterhält, dann macht es da vielleicht was Kontroverses, aber dann ist das sehr viel wert und deswegen ist es für mich Last of Us Part 2 in dem Belang. So, Best Game Direction for Outstanding Creative Vision and Innovation in Game Direction and Design. Ja, ich sag mal so. Game Direction und Design. Deswegen ist es für mich, fällt da Last of Us Part 2 raus, weil es ist unfassbar kompetent erzählt,
Und directed und jeder Kamerashot sitzt, alles ist fantastisch gemacht. Aber vom reinen Spiel her ist es halt ein Third-Person-Shooter und nicht mal ein sonderlich herausragender. Ein guter, aber kein sonderlich herausragender. Ghost of Tsushima, ja, sieht gut aus, ist ein super gutes Spiel, ist aber jetzt auch von dem, was es tut, eben eigentlich das Gegenteil von kreativ, weil es quasi ein Best-of der Konsolengeneration ist und das alles sich schön zusammengenommen hat und super gut umgesetzt hat. Final Fantasy VII Remake ist ein Remake von, ist ein Remake und damit für mich quasi so gesehen schon raus bei Game Direction, auch wenn es, wie gesagt, sehr kompetent umgesetzt ist. Es entscheidet sich für mich zwischen Hades und Half-Life Alyx. Ich denke, ich würde es Hades geben, einfach weil ich dieses Spiel so liebe. Ich denke, es macht Half-Life Alyx, weil es einfach VR aufs nächste Level gehoben hat und ja, perfekt spielbar war in VR, unfassbar brillant aussah, wie gesagt. Und ich denke, Half-Life Alyx wird es machen, weil hier wirklich eine kreative Vision und Innovation drin steckt und das VR halt wirklich vorangebracht hat. Und deswegen würde ich denken, dass es Half-Life Alyx macht. Ja, und damit sind wir jetzt schlussendlich beim Game of the Year. Und ja, hier sind nominiert The Last of Us Part 2, Animal Crossing New Horizons, Hades, Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII Remake und Doom Eternal. Für mich ist es Hades, habe ich ja schon gesagt, ist für mich einfach eine 10 von 10 in allen Belangen, überragend gut und das beste Gesamtpaket. Ich denke, es entscheidet sich zwischen Ghost of Tsushima, Last of Us Part 2 und Hades. Ich bin jetzt mal mutig und sage, sie geben es Hades. Ich sage, sie geben Hades Indie und Game of the Year, was auch für mich absolut richtig so ist. Aber wenn ich jetzt quasi wetten müsste, wäre es quasi Last of Us oder Ghost of Tsushima. Und ich glaube, bei den beiden würden sich dann tatsächlich eher für Ghost of Tsushima entscheiden. Aber ich bin jetzt mal mutig und sage mal, Hades macht's, das Ganze. Und ja, damit sind wir durch. Lasst mir gerne eure Meinungen, wie gesagt, da. Ich werde, glaube ich, auch am Anfang des Videos auch nochmal so ein kleines, machen wir noch ein Tippspiel draus, sozusagen, können wir am Ende quasi mal gucken, wer am meisten richtig hatte. Ja, schauen wir mal. Also lasst mir gerne eure Meinung da zu den Nominierten und zu den Gewinnern, die es für euch sein sollten. Und ja, dann hören wir uns sicherlich mit einem kleinen Video zu den Game Awards demnächst. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Gauton und ciao.